Hallo miteinander, ich bin Timo Guter aus der Hochschulbibliothek Neu-Ulm und ich spreche heute über zwei wichtige Änderungen bei Citavi und was die für Sie bedeuten. Egal, ob Sie jetzt gerade eben Teil der Angehörigen der Hochschule Neu-Ulm sind oder auch nicht. Die erste wichtige Änderung ist, Citavi Web ist jetzt veröffentlicht. Das ist die betriebssystemunabhängige Version von Citavi, die also sowohl unter Windows, wie bisher schon Citavi 6, aber auch neu unter macOS oder auch unter einer Linux-Distribution funktioniert. Was die allerdings noch nicht tut, ist, selbst erstellte Zitierstile zu unterstützen. Das sind zum Beispiel diejenigen Zitierstile, die wir, die Hochschulbibliothek Neu-Ulm, auf unserer Internetseite zum Download anbieten, um damit die Leitfäden unserer Lehrkräfte an der Hochschule Neu-Ulm abbilden zu können. Also sowas ist im Moment in Citavi Web noch überhaupt nicht vorgesehen. Man kann nur die in Citavi Web vorhandenen Zitierstile benutzen und keine selber hinzufügen. Die andere Neuigkeit zu Citavi ist, dass es in Citavi 6 jetzt leider keine kostenlose Basisversion mehr gibt. Diese Basisversion war bisher immer interessant für diejenigen Personen, die keine Campus-Lizenz greifbar hatten über keine Hochschule oder Uni und die dann Citavi 6 trotzdem nutzen konnten, nämlich in einer Basisversion, in der dann halt maximal 100 Datensätze pro Projekt erlaubt waren, also 100 Bücher plus Zeitschriftenaufsätze plus Internetdokumente und so weiter. Diese Basisversion gibt es jetzt nicht mehr. Wenn Sie Citavi 6 sich jetzt neu herunterladen, gerade eben, dann beginnt eine 30-tägige Testphase und innerhalb dieser 30-tägigen Testphase müssen Sie eine Lizenz erwerben für Citavi 6. Wenn Ihre Hochschule, so wie die Hochschule Neu-Ulm, eine Campus-Lizenz für Citavi 6 gekauft hat, dann ist es für Sie weiterhin komplett gratis und Sie können einfach mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse sich für diese Vollversion, für diese Campus-Version registrieren. Wenn Sie das aber nicht haben, wenn Ihre Hochschule oder Uni Ihnen das nicht anbietet oder Sie an gar keiner Hochschule oder Uni eben sind, dann müssen Sie jetzt selber diese Vollversion von Citavi 6 erwerben. Sie müssen also Geld ausgeben nach diesen 30 Tagen. Ansonsten ist Citavi 6 für Sie nicht mehr weiter nutzbar. Und das sind jetzt relativ große Umbrüche, gerade eben im Nutzungsverhalten mit Citavi. Und weil wir mit diesen Videos hier gerade eben vom Kanal relativ viele verschiedene Leute erreichen, habe ich mir die Mühe gemacht, mal eine Übersicht erstellt, wer jetzt welches Programm meiner Meinung nach am ehesten verwenden sollte. Und ich starte mit meinem Fazit, mit meiner Programmempfehlung für jede Kundengruppe, um Ihnen Zeit zum Sparen. Danach erkläre ich noch, wie ich zu dieser Empfehlung kam. Wir fangen an bei den Angehörigen der Hochschule Neu-Ulm. Das sind sowohl die Studierenden als auch die Mitglieder von Lehre und Verwaltung der Hochschule Neu-Ulm. Und da gucken wir uns die Windows-Nutzer an. Denjenigen Leuten empfehle ich Citavi 6. Dafür haben wir eine Campus-Lizenz, ist komplett gratis, also für die einzelne Person. Das wäre meine klare Empfehlung. Wohingegen die Leute, die mit einem Mac arbeiten oder mit einem Linux-Rechner, denen empfehle ich EndNote 20. Das ist unser Alternativprogramm, schon seit vielen Jahren jetzt zu Citavi. Und es läuft eben unter diesen beiden Betriebssystemen. Und auch dafür haben wir an der Hochschule Neu-Ulm eine Campus-Lizenz. So, gucken wir weiter zu den externen Personen, also diejenigen, die jetzt nicht mit der Hochschule Neu-Ulm irgendwie was zu tun haben und die jetzt auch sonst nicht an Campus-Lizenzen herankämen. Wenn Sie natürlich jetzt gerade eben Citavi 6 oder EndNote 20 Lizenzen hätten, wunderbar, freut mich für Sie. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass Sie gar nichts haben. Dann empfehle ich Ihnen, falls Sie einen Windows-Rechner haben, dass Sie Citavi 5 nutzen. Ich komme gleich noch dazu, warum. Und falls Sie einen Mac haben oder falls Sie mit einer Linux-Distribution arbeiten, dann empfehle ich Ihnen zum Beispiel Zotero. Das ist ein gratis Literaturverwaltungsprogramm. Ich sage hier zum Beispiel, weil ich persönlich nicht allzu viel mit Zotero gearbeitet habe. Ich bin da kein Crack drinne, weil ich in meiner Arbeit nur mit Citavi und EndNote wirklich richtig viel zu tun habe. Ich würde mir zum Beispiel auch kein Zotero-Tutorial jetzt zutrauen auf YouTube. Aber ich werde jetzt unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung auch nochmal den Vergleich der TU München von allen Literaturverwaltungssoftwares verlinken. Und da kann man sich dann nochmal anschauen, was man neben Zotero jetzt sonst auch noch an Gratis-Software verwenden könnte. Zum Beispiel jetzt RefWorks, Mendeley, JabRef. Es gibt sehr viele Programme und die Übersicht ist sehr, sehr gut. Die wird bestimmt auch bald nochmal aktualisiert, wenn jetzt Citavi Web und Citavi 6 sich hier anders verhalten. So. Wie komme ich jetzt also zu diesen vier Einschätzungen für diese vier Kundengruppen? Gehen wir die restlichen noch leeren Felder durch und wir fangen wieder links oben an bei den Angehörigen der Hochschule Neu-Ulm für Windows. Warum sollten die jetzt kein Citavi 5 nehmen? Naja, das gibt deswegen keinen Sinn, weil sie dann die Zitierstildateien, die wir auf der Internetseite anbieten, nicht nutzen können. Die sind für Citavi 6, diese Zitierstile, sind programmiert und die kann ich auch nicht jetzt einfach zu Citavi 5 revertieren irgendwie.
Das heißt, mit Citavi 5 hätten Sie gar nicht die Möglichkeit, die Leitfäden der Lehrkräfte der Hochschule Neu-Ulm abzubilden. Deswegen gibt es keinen Sinn. Citavi 6 dagegen ist eben das neuere Produkt und dafür haben wir eine aktive Campus-Lizenz und mit dem könnten Sie all diese Zitierstil-Dateien verwenden. Citavi Web, jetzt als neues Produkt von Citavi, haben wir uns angeschaut als Hochschule Neu-Ulm oder als Hochschulbibliothek Neu-Ulm und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir es nicht lizenzieren, weil wir keine eigenen Zitierstile da drin einbinden können und weil deswegen unsere Nutzerinnen und Nutzer die ganzen Leitfäden von den Professorinnen und Professoren nicht abbilden könnten. Also selbst wenn wir es gekauft hätten, hätten sie nicht diejenigen Zitierstile zur Verfügung gehabt, die wir an der Hochschule Neu-Ulm brauchen. Deswegen haben wir hier kein Geld in die Hand genommen, haben leicht ein paar Bücher noch gekauft. Deswegen, selbst wenn Sie das jetzt aus irgendwelchen Gründen selber persönlich wollten, dann müssten Sie halt in Kauf nehmen, dass Sie zum einen keine Zitierstildateien hätten. Das ist das eine. Und dass Sie eben dadurch, dass wir keine Campus-Lizenz erworben haben, es auch selber bezahlen müssten. Wir gehen jetzt weiter zu den Mac-Nutzern oder auch zu den Linux-Nutzern innerhalb der Hochschule Neu-Ulm. Da ist es so, Citavi 5 und auch Citavi 6 waren ja schon seit jeher inkompatibel mit Mac OS oder auch mit Linux-Distributionen. Wenn man das bisher auf diesen Arten von Rechnern nutzen wollte, dann musste man eh immer schon so eine Art Windows-Blase ausstellen mit Parallels und in der hat dann Citavi irgendwie funktioniert. Das war ein bisschen aufwendiger. Sowas geht natürlich auch weiterhin, aber grundsätzlich sind diese Programme immer noch inkompatibel. Citavi Web als betriebssystemunabhängiges Programm wäre jetzt natürlich kompatibel mit macOS und mit einer Linux-Distribution oder egal welcher Linux-Distribution. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir hier keine Zitierstile von den HNU-Lehrkräften einbinden können, bringt uns das recht wenig und deswegen haben wir diese Campus-Lizenz, wie gesagt, nicht erworben. Wofür wir aber eine Campus-Lizenz schon seit Jahren erworben, ist eben für EndNote 20 das Alternativprogramm zu Citavi. Und das würden wir Ihnen hier ganz stark empfehlen, weil wir für alle Lehrkräfte immer die Zitierstile sowohl für Citavi als auch für EndNote programmieren. Also es ist eigentlich egal, Sie laden dann halt runter und dann haben Sie den Zitierstil. So, wir springen jetzt weiter zu den externen Personen, also zu dem rechten, zu dem blauenfarbenen Teil der Tabelle. Und das sind jetzt quasi diejenigen Personen, die auf keine Campus-Lizenzen Zugriff hätten, wenn sie jetzt je über ihre Hochschule oder Uni oder was auch immer am Zugriff auf Citavi 6 oder EndNote 20 hätten, dann freue ich mich natürlich für sie. Aber jetzt gerade eben die Tabelle ist gedacht für Leute, die an nichts irgendwie rankämen. Windows-Nutzer, die sollten Citavi 5 deswegen nehmen, meiner Meinung nach, weil es diese Basisversion, die ich am Anfang mit Citavi 6 angesprochen habe, diese Basisversion weiterhin gibt. Also Nutzer können weiterhin Citavi 5 gratis installieren und nutzen, solange sie Projekte mit bis zu 100 Datensätzen da drin haben. Wenn sie den 101. Datensatz, also das 101. Buch oder den Zeitschriftenaufsatz oder das Internetdokument anlegen, dann geht ihr Projekt in einen schreibgeschützten Modus und sobald sie dann halt sich wieder runterlöschen und wieder die 100 oder drunter erreichen, dann haben sie wieder schreibenden Zugriff. Also es gibt keine Kostenfalle. Ich weiß nicht, wie lange dieses System aufrechterhalten wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt empfehle ich klar Citavi 5, weil Citavi 5 im Vergleich zu Citavi 6 alle relevanten Funktionen hat. Also jeder, der mein Citavi 6 Tutorial gesehen hat, das verlinke ich auch nochmal, der kann mit Citavi 5 genauso weiterarbeiten. Der kann 100% von dem Wissen übersetzen. Citavi 6 hingegen ist, wie am Anfang erwähnt, jetzt kostenpflichtig nach dieser 30-tägigen Testversion. Und wenn Sie keine Campus-Lizenz haben, dann brauchen Sie halt jetzt Geld. Deswegen empfehle ich nicht mehr Citavi 6 für Sie. Und Citavi Web ist genau das Gleiche. Auch das hat eine Testversion, eine Testphase von 30 Tagen eben und wird danach kostenpflichtig. Also gleiches Problem in Anführungszeichen für Sie. Externe Personen, die jetzt mit einem Mac arbeiten oder unter einer Linux-Distribution arbeiten, da haben Sie das gleiche Problem wie eigentlich die Angehörigen der Hochschule Neu-Ulm, dass halt Citavi 5 und 6 inkompatibel mit diesem Betriebssystem sind. Also wieder gleiches Vorgehen. Sie müssten sich erst eine Windows-Blase mit Parallels erschaffen, in der Sie dann irgendwie Citavi 5 oder auch 6 nutzen können. Und bei 5 können wir das jetzt machen. Bei 6 wäre es wiederum jetzt dieses, dann hätten Sie auch trotzdem nur diese 30-tägige Testversion, also bringt nicht wirklich was. Und bei Citavi Web, das würde jetzt wieder funktionieren, aber da hätten Sie halt auch wieder nach 30 Tagen eigentlich den Punkt erreicht, wo Sie Geld in die Hand nehmen müssten und was bezahlen müssten.
Das hier war jetzt die vollständige Übersicht. Ich hoffe, dass Ihnen das gerade eben die Entscheidung ein bisschen erleichtert, mit welchem Literaturverwaltungsprogramm Sie arbeiten möchten. Ich hoffe, das hat Ihnen deswegen weitergeholfen. Und falls Sie noch irgendwie Fragen haben, können Sie gerne einen Kommentar schreiben. Vielen lieben Dank.